أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام كلوب gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn dienen wir und bei ihm suchen wir um Vergebung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lächelt, der gehört wahrlich zu den Rechtgeleiteten. Und wen er irreführen lässt, den kann keiner recht leiten, außer er subhanahu wa ta'ala. Und Friede sei auf seinen letzten Gesandten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Verehrte Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und die Sonne läuft ihre Bahn für eine sie festgelegte Zeit. Das ist die Bestimmung des Mächtigen, des Allwissenden. Liebe Muslime, die Sonne ist wahrlich einer der Zeichen Allahs in seiner wunderbaren Schöpfung. Diese erschuf Allah, der Erhabene, um Menschen Licht und Wärme zu spenden. Sie bewegt sich nach einer von Allah ihr bestimmten Bahn und Gesetzgebung. Letzte Woche erlebten wir eine Veränderung in diesem Zeichen von Allah. Ein Teil der Strahlung der Sonne, die für die Erde bestimmt ist, verschwand kurzfristig. Dieses Ereignis nennt man gewöhnlicherweise Sonnenfinsternis. Es gibt ein Teilsonnenfinsternis und eine volle Sonnenfinsternis. Und dies, wenn der Mond sich zwischen die Erde und Sonne stellt. Als der Vogel von Suleiman Salomon, der Widerhopf, der sogenannte Hudhud, sah, dass die Königin von Saba, Belkis, und ihr Volk die Sonne anbetet, verurteilte er das. Im Koran heißt es, und ich bin aus Saba mit sicherer Nachricht zu dir gekommen. Dort fand ich eine Frau, die über sie herrscht. Und ihr ist alles beschert worden und sie besitzt einen großartigen Thron. Ich fand sie und ihr Volk die Sonne statt Allah anbeten. So lernen wir daraus, dass die Sonne nur ein Geschöpf Gottes ist und nicht anbetungswürdig ist. Die Sonnenfinsternis zeigt uns, dass hinter dieser Schöpfung ein Entscheidungsträger steht, der alles bestimmt und verwaltet, was er erschaffen hat. Es zeigt uns, dass alles, was im Himmel und Erde Allah unterworfen ist, seinen Bestimmungen folgt, und somit auch die Sonne. Selbst diese unterwirft sich Allah auf ihre Art und Weise. So wie es in Überlieferungen gekommen ist, dass die Sonne nach ihrem Untergang jeden Tag sich Allah unter seinem Thron niederwirft. Allah sagt im Koran, sinngemäß übersetzt, wollen Sie nicht Allah verehren, der ans Licht bringt, was in den Himmel und auf Erden verborgen ist. Und der weiß, was ihr verbirgt und was ihr kundtut. Werte Muslime, die Sonnenfinsternis erinnert Menschen auch an ein Szenario, auf ein Ereignis des jüngsten Tages. Nämlich an jenen Tag, wenn das Licht der Sonne erlöschen wird. Und diese gemeinsam mit dem Mond ins Feuer geworfen wird. An dem Tag wird sich ein jeder dieses Feuers und seiner gewaltigen Größe und Umfangs bewusst werden. Eines Feuers, vor dem uns unser Schöpfer Allah der Erhabene warnt und sagt im Koran, schützt euch und eure Familien vor Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ereignete sich auch eine Sonnenfinsternis zu Lebzeiten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er die Menschen versammelte und ein Gebet mit ihnen verrichtete, dessen gleichen man nicht kennt. Ein Gebet zusammensetzend aus zwei Rekka, zwei Einheiten und zwei Verbeugungen, Rukur, zu jeder Einheit. Also steht man in jeder Rekka zweimal und liest auch den Koran zweimal. Der Gesandte, Allahs Friede und Segen sei mit ihm, sagte,
wahrlich die Sonne und der Mond werden nicht finster wegen dem Tod eines Menschen. Wenn ihr also so etwas erlebt, dann betet und bittet, bis dieses vorüber ist. Aus dieser Aussage, meine verehrten Geschwister, lernen wir auch, dass die Sonnenfinsternis nicht wegen dem Tod eines Menschen sich ereignet, so wie das früher manche Menschen glaubten. Durch die Sonnenfinsternis, das ein Zeichen von Allah ist, lehrt Allah die Menschen die Ehrfurcht, damit sie nicht hochmütig werden und sich abwenden. So sagt Allah im Koran, und wir senden mit dem Zeichen nur zur Abschreckung. Deswegen gehört zur Vervollständigung unseres Glaubens, wenn wir solche Zeichen erleben, sich zum Gebet zu wenden, Vergebung bei Allah zu suchen, Bittgebete zu machen und Spenden für Arme zu geben. Diese Sonne wird auch das größte, letzte Zeichen des Einbrechens des jüngsten Tages sein. Und zwar dann, wenn sie im Westen und nicht im Osten aufgeht. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, der jüngste Tag wird nicht kommen, bis die Sonne nicht im Westen aufgeht. Wenn das passiert, dann werden alle Menschen gläubig werden. Dies wird aber an diesem Tag nichts mehr nützen. Wenn der Mensch nicht davor an seinen Schöpfer geglaubt hat und keine rechtschaffenen Taten vollbracht hat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.